In der umkämpften Stadt Kobane an der türkisch-syrischen Grenze bleibt die Lage unklar. Nach Angaben von US-Militärs soll es den Kurden zwar gelungen sein, einen Teil der Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat wieder aus der Stadt zu vertreiben. Das Blatt könne sich aber auch wieder wenden, hieß es im US-Verteidigungsministerium. US-Präsident Obama sprach von einer schwierigen Mission. Der Oberbefehlshaber auf der Fahrt ins Pentagon. Präsident Obama zeigt sich an der Seite seiner Generäle und betont knapp, der Kampf der USA gegen die IS-Kämpfer mache Fortschritte. Wir danken der irakischen Regierung für ihre Partnerschaft. Die Türkei dagegen erwähnt er nicht. Zu groß ist der Missmut in Washington über die türkischen Truppen, die dem Kampf um Kobane tatenlos zusehen. Die US-Luftangriffe müssten von Soldaten vor Ort unterstützt werden, heißt es immer offener. Doch Ankara fordert unter anderem eine Pufferzone an seiner Grenze. Wir müssen das genau prüfen. Natürlich kann man über eine Pufferzone nachdenken. Das ist aber nur einer der Punkte, über die wir verhandeln. Dazu hat Präsident Obama nun General Allen nach Ankara geschickt. 2 Tage lang soll der IS-Beauftragte der USA mit der Türkei verhandeln. Washington braucht dringend mehr militärische Unterstützung durch seine Partner. Denn die Kritik an der US-Strategie will auch im eigenen Land nicht verstummen.